zu meinem Review-Tag. Ich habe euch heute eine neue Foundation und zwar die Pro Matte Foundation von LA Girl. Ich hatte die schon mal bestellt und zwar in zwei anderen Tönen und wie ihr seht, das ist halt voll not my color. Ich muss sagen, die Auswahl der Farben war sehr, sehr schwierig, weil ich einfach nicht durch dieses, ich zeige euch das mal ganz nah, das ist so eine Milchglasverpackung mit einem Pumpstoß obendrauf. Von der, ich meine, ihr seht das ja vom Schmalding her. Also es ist jetzt nicht besonders dick, also Flasche ist recht klein. Da sind 30 Milliliter drin. Es täuscht, das ist eigentlich immer die normale Menge, ja. Und ich habe mir praktisch jetzt vier Farben ins Haus kommen lassen. Eine kostet gerade bei Beauty Bay 11,25 Euro. Ich meine aber, dass ich beim Release für die 12,25 Euro bezahlt habe, weil die wahrscheinlich ein Euro teurer gewesen sind. Das hat sich aber wieder reguliert. Und ich muss sagen, ich möchte die definitiv jetzt testen, weil sonst landet die hier ewig auf dem Tisch. Und bist du ganz neu auf meinem Kanal, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das würde mich wahnsinnig freuen, weil ich mache eigentlich oft Reviews, DM-Hauls und auch, wie gesagt, viele Reviews. Ich habe jetzt schon mein Gesicht geprimed und zwar habe ich jetzt durch Anfrage diese Gesichtscreme bekommen und zwar die von Akara Natural Face Cream Hydrating, Energizing und Protecting mit Kakaoöl und habe praktisch noch das passende Serum bekommen und das teste ich gerade. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe das jetzt ein paar Tage schon drauf. Ich benutze das. Dieser Geruch ist sehr, sehr cool. Das riecht halt super fresh. Das riecht halt nicht so, ich sag jetzt mal, wie so ein Oma-Produkt oder so. Gar nicht. Das ist Naturkosmetik, parabenfrei, absolut tierversuchsfrei. Und ich benutze die sehr, sehr gerne, meine Tagespflege, einfach als Primer. Weil ich finde halt so extra Primer eigentlich Nonsens. Ich benutze ja zum Beispiel auch, Beispiel jetzt von Nivea, dieses Aftershave Cream oder irgend dieses Hydrating Gel. Ich weiß noch nicht, wo ich es habe. Ich glaube, in meiner Tasche. Das werde ich jetzt definitiv mal benutzen, durchgängig, weil ich jetzt einfach euch dann über Instagram Bescheid sagen kann, wie ich diese Creme finde. Ich wurde auch nicht dazu gezwungen, irgendwas dazu zu sagen. Also sie freuen sich über eine Rückmeldung. Sie haben nicht gesagt, welche. Wenn es jetzt zum Beispiel bei mir zu Hautirritation führen würde oder sonst irgendwas, ist es ja nur gut, wenn sie praktisch Bescheid bekommen. Aber es hat bis jetzt die letzten drei Tage zu gar nichts geführt. Das riecht eigentlich wie so ein richtig schöner, saurer Apfelring. Also richtig fresh. Ich mag das, es macht mich auch wach. Das Gesichtsserum, wenn ihr das auftragt, ist schön beppig. Ja, das heißt, das ist natürlich eine super Make-up-Grundlage. Und ich will jetzt unbedingt dieses Make-up mit euch testen und schön, schön dranbleiben. Abonnieren nicht vergessen und bis gleich. So, ich werde jetzt mal gucken, welche Farbe am besten passt. Also, was man halt sagen kann, diese Farben sind so unterschiedlich. Beim Kauf muss ich sagen, ist es sehr, sehr schwierig gewesen, die richtige Farbe rauszusuchen. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie doof bin oder so. Aber schaut mal, das ist beige und das ist medium beige. Und jetzt müsst ihr mir erzählen, dass auf Presseproduktbildern, zum Beispiel übrigens dieser kleine Freund, der ist irgendwie seit einer Woche da, der trocknet langsam. Ich hoffe, dass er bald mal abstirbt und wegfällt. Und das Problem ist, ich habe am Anfang halt gedacht, ich habe jetzt hier zum Beispiel Soft Honey und Warm Sienna. Leute, das passt gar nicht. Ich zeige euch das ganz gerne. Ich werde das jetzt mal irgendwie mit... Ich werde das mischen. Ich habe eine super helle Farbe mitgekauft. Und ihr könnt ja sehen, das geht gar nicht. Also... Das geht schon in praktisch einen sehr warmen, gelben Hautton, wo so ein Mädel richtig, richtig dunkel schon fast ist. Also ihr seht ja, also das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich zu blöd bin, mich Color zu matchen selber, sondern ich konnte es einfach nicht sehen. Also es war einfach nicht möglich irgendwie. Und jetzt habe ich hier die Farbe Medium Beige, die ich sehr gut fand. Der ist auch schön gelb, der Ton. Schaut mal. Ja, ich finde, dass das schon ganz gut ist. Es handelt sich hierbei um eine matte Foundation. Es gab auch schon eine Luminous davon. Die sieht allerdings ein bisschen anders aus. Ich kann jetzt so right off the back jetzt nicht sagen, welches von den hellen ich jetzt gut finde. Ich würde jetzt sagen, ich gehe in diese Farbe. Und zwar wäre das die Farbe Beige. Das tragen wir jetzt mal gemeinsam auf mit einem Booty Blender bzw. einem Evelyn Schwamm. Dann schauen wir mal, ob das Zeug was taugt. Also es ist super nervig, muss ich sagen, dass ich jetzt hier vier Flaschen rumfahren habe.
In diese Packung werde ich Lightning Drops reingeben. Und zwar hier von Essence gibt es so Lightning Drops und von Catrice gibt es die auch. Die werde ich dann so lange aufhellen, bis ich die praktisch auch mal aufbrauchen kann, weil ich finde das super, super schade, dass ich das irgendwie nicht kann. Und am Ende des Videos zeige ich euch ganz, ganz gerne meine zwei kleinen Chinchilla-Babys. Ich würde die euch gerne mal vorstellen. Die beiden sind zwei Jungs geworden. Total, total süß. Und damit ihr das mal an der Kamera seht, wie klein die eigentlich sind, total goldig. Ich trage, wie immer, ich habe ich hab mein Gesicht genauso gepreppt praktisch, wie ich es sonst auch tun würde. Und würde jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt auch direkt in die Foundation rein und mache anschließend dann praktisch mein Augen-Make-up und mache das alles fertig und sag euch dann praktisch, was ich von dem ganzen Auftragen und so halte. Ich gehe jetzt mal mit einem Pumpstoß. Ich will jetzt mal sehen, wie weit ich damit komme. Die Farbe ist super. Ich habe hier so ein Mega-Ding. Also definitiv ist die für mich Full-Coverage, weil ihr seht ja schon, also ich mache das mal als halbe Gesicht fertig. Ich neige dazu, eher etwas weniger Produkt gerade zu benutzen, weil ich bin gerade so super mit der Skincare unterwegs, dass ich irgendwie gerade das Gefühl habe, nicht mehr so viel zu brauchen. Also wenn ihr jetzt vergleicht, hier links und rechts, ist es schon enorm. Ich nehme jetzt noch einen zweiten Pump. Also ihr braucht mindestens zwei Pumpstöße für die ganzen beiden Gesichtshälften. Dann gehe ich über die Augenlider. Das mache ich immer auch gleich mit dem Concealer. Den wähle ich, wie ich es jeden Tag eigentlich benutze. Den von Make-up Revolution, den Conceal and Define. Also Farbe Bombe. Also richtig, richtig gut. Also ich habe die Farbe Beige, falls es irgendjemand interessiert. Falls er vielleicht ähnlicher Hautton hat wie ich. Ich finde das richtig, richtig schön. Es ist sehr matt. Also wenn ihr das seht, also ich glänze. Oh, da ist ein Haar. Sehe ich gerade. Also ich habe halt null Schein im Gesicht, ja. Also wie ihr seht, es sitzt jetzt auch überhaupt nicht schlecht auf meiner Haut. Ich habe jetzt zwei Pumpstöße benutzt, um jetzt praktisch noch mehr aufzubauen. Könnte ich ja rein theoretisch zum Beispiel nochmal irgendwie reingehen oder so. Das wäre mir aber schon wieder too much, muss ich sagen. Also das ist jetzt, also die andere Farbe zum Beispiel, das Warm Beige, Medium Beige, das geht auch, finde ich. Das ist halt nochmal ein Ticken, ich sag mal so, wenn ich so in einem Monat oder so, wenn ich ein bisschen mehr in der Sonne gelatscht bin, ist das schon richtig gut. Ich benutze hier jetzt den Make-up Revolution Conceal and Define Concealer von Make-up Revolution. Ich bestelle den immer bei revolutionlondon.com beziehungsweise bei der alten Tam Beauty Seite. Da ist praktisch so die Make-up Revolution Zentralseite. Die könnt ihr aber auch über Cosmetic Palace kriegen. Super Concealer. Da müsst ihr euch mal echt tolle Reviews angucken. Da gibt es Leute, die sind echt geschockt über die Coverage. Ihr seht ja zum Beispiel, wie krass hell ich das bekomme. Ausblenden ist halt echt ein Witz. Also das geht so schnell mit dem Produkt. Echt krass. Aber um zur Foundation zurückzukommen, also die lässt sich super layern. Das heißt, die Produkte, die praktisch da drauf liegen, sind absolut nicht schlecht oder so. Ja. Und ich werde definitiv, ja, dieses Produkt, wenn es gut ist, definitiv weiter benutzen. Also, ich zeige euch mal ganz geschwind die Foundation, die es davor von LA Girl gegeben hat und zeige es euch mal in der Flasche. Oh, ich habe euch die geschwind geholt und zwar habe ich hier die Farbe Neutral und Fair. Das ist die LA Girl Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. Das Packaging ist halt, das ist keine Glasflasche, der Pumpständer ist der gleiche. Und praktisch, das ist von der Menge her sogar 2 Milliliter mehr, wie man denkt, ja. Und das ist halt jetzt eine schöne Glasflasche geworden. Ich finde, das ist sehr, sehr toll. Ich mag diese Illuminating Foundation. Das heißt, Leute, die jetzt praktisch ölige Haut da draußen haben, brauchen sich jetzt auch nicht um die Illuminating Foundations drumherum schleichen. Das geht auch so. Ich mache jetzt mein Make-up schnell fertig und layer mal mein Augen-Make-up und so weiter. Da gibt es zu dem passenden Augen-Make-up dann auch ein Tutorial für euch. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Meine Lieben, jetzt bin ich mit meinem Make-up fertig. Zu diesem Augenlook wird es ein Tutorial gegeben haben. Das verlinke ich euch sehr gerne hier oben, falls es schon früher online gegangen ist. Ich muss sagen, diese Foundation ist der Shit. Also,
Ich habe sehr, sehr gut konturieren können. Ich konnte wunderbar bronzen. Ich konnte gut meinen Lidschatten drauf auftragen, weil ich das ja als Base genutzt habe. Sie hat sich nirgendwo stark abgesetzt. Ihr seht es ja, also hier in den Nasen nicht. Sie ist wirklich ultra matt. Also ich habe die fast, also ich habe auch nirgendwo abgepudert, Leute, nur unter den Augen den Concealer gesettet. Und ich muss euch echt sagen, das Zeug ist matt, matt. Ich weiß schon definitiv, dass es eine super Foundation sein wird für mich, weil ich einfach schon das Gespür dafür habe, einfach was funktioniert und was eben nicht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Review euch sehr viel Spaß gemacht hat und dass ihr auch immer durch mich angefixt seid, weiter euer Geld auszugeben, um praktisch neue Produkte zu testen. Diese Make-up-Welt ist für jeden da. Sie passt jedem, egal ob ihr klein oder groß seid. Und es gibt doch für jeden eine tolle Foundation. Ich habe so viele Foundations getestet, einige hier auf YouTube, einige im privaten Bereich und muss sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Foundation ist. Ich schreibe euch sehr, sehr gerne bei Veröffentlichungen unten in die Kommentarbox rein, wie sie sich nach der Nachtschicht getragen hat, weil ich werde dieses Augen-Make-up komplett die ganze Nacht tragen und werde euch hier gleich ein Bild einblenden, wo ihr sehen könnt, wie praktisch mein Make-up nach der Nacht sich gesessen hat. Ich komme dann nochmal vor die Kamera und dann könnt ihr auf jeden Fall sehen, wie praktisch das Make-up sich gesessen hat nach 13, 14 Stunden. Weil, wie gesagt, ich trage Make-up auch über die Nacht. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit meiner Haut. Sehr, sehr gut. Die Acara Base hat sich super bewährt. Also meine Haut fühlt sich gar nicht gespannt an. Ich verlinke euch sehr, sehr gerne den Laden davon unten im ich habe das, wie gesagt, als PR geschenkt bekommen. Sie lässt sich halt super auftragen und auch das Make-up, egal welches Make-up, das ist jetzt eine Feuchtigkeitscreme. Da könnt ihr sowohl Illuminating Sachen wie auch zum Beispiel matte Foundations auftragen. Und ich finde, das ist ein so tolles Ergebnis, Leute, übelst. Also es gefällt mir richtig gut. Ihr könnt ja richtig gut sehen. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Ich habe ein bisschen Fallout von meinem scheiß Ding, aber es sieht jetzt wirklich überhaupt nicht schlecht aus. Ich finde die Foundation sehr toll. Was halt super zu sagen ist, sie ist ultra leicht. Ich spüre gar nicht, dass ich eine Foundation drauf habe und das ist mir mal wahnsinnig wichtig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen und folgt mir noch sehr gerne auf Instagram. Den Namen blinke ich hier unten ein. Dort heiße ich Jenny What Else YouTube und da poste ich auch zum Beispiel immer wieder Produktreviews oder zum Beispiel Reviews nochmal über Bilder und so. Ihr kriegt Lookbilder von mir, die ich im Alltag mal geschminkt habe und wo ihr unten drunter schreiben könnt, ob euch die auch gefallen würden, damit ihr es nachschminken könnt. Und auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Süßen.